Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ihr seht schon, wo wir sind. Immer noch diese Katakomben. Hauachmann, Kackding. Ich hasse dieses Vieh, ne? Also, wir sind wieder hier. Ich versuch's nochmal gegen diesen... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Es ist auf jeden Fall irgendein riesiges, wurmähnliches Ding. Nein, nicht wir. Wir sind wunderschön. Ja? Also bitte. Wir kämpfen jetzt gegen dieses wurmähnliche Ding. Und ich würde sagen, wir bereiten uns vor. Mit den Wölfen vielleicht. Ja, würde Sinn machen. Ich habe jetzt erstmal unsere Bluthundklinge. Heißt die nochmal so? Heißt die überhaupt so? Bluthundreißzahn, Entschuldigung. Die nehmen wir jetzt erstmal. Die ist stärker, denke ich. Hoffe ich. Ich gehe rein. Ich rufe direkt meine Hunde. Falscher Knopf, toll. Oh, cool. Fängt schon mal gut an. Das fängt doch schon mal sehr gut an. Scheiße, Mann. Marikas Pfahl ist direkt in front of the gate hier. Ne? Also direkt vor dem Eingang. Wunderschön. Ach, guck mal hier. Ja, wunderbar. Verlorene Runen. Habe ich überhaupt welche? Ich glaube nicht. Wir gehen wieder rein, rufen die Wölfe diesmal. Diesmal richtig. Ja, also jetzt. Aua. Alter, darf ich mal. Der hat ja unsere Wölfe jetzt schon umgehauen. Der hat alle umgehauen. Ich habe so einen leisen Verdacht, dass wir ein bisschen underpowered sind. Kann das sein? Nur ein Verdacht. Hab eine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Wir gehen wieder rein. Ich will wissen, ob wir den hinbekommen. Ich könnte auch gleich nochmal wechseln. Auf. Aua. Den Morgenstern. So, ich muss erstmal hier. Der hat schon unsere Wölfe weggehauen. Hau bloß ab. Hauptsache, du machst deinen Move nicht mehr. Scheiße. Wo bin ich? Hier sieht man auch nichts. Man sieht doch einfach gar nichts. Ich versuche hinter ihn zu kommen. Indem ich mir einbilde, dass es was bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt geh doch mal dahin. Ja, der hat gesessen. Guter Schlag. Was machst du jetzt? Ja, klatsch einmal deinen Kopf gegen die... gegen den Boden. Verdammt! Okay, wenn wir bei 50 Toten sind, dann hau ich ab. Dann, ich glaube, wir haben zu wenig Power hier. Wir haben zu wenig Power. We have no power here, Freunde. We have no power here. Hit, man. Kommt schon, Wolfies. Kommt drauf. Okay. Fällt einfach auf uns nieder. Hau ab, Mann! Gut, er hat gesessen!
Wo ist das? Los! Komm schon! Hau den noch mehr weg! Was geht jetzt? Okay. Der ist sauer. Ich glaube, der ist sauer. Ja, klar. Mach doch noch eine Umdrehung. Wir haben keine Wölfe mehr, leider. Ich hau einfach alles drauf. Ja, aber er auch. Hinter ihn, hinter ihn. Hat er uns nicht. Alter, hab ich ein Glück gerade. Ich glaube, ich hab richtig Glück. Verdammt. Ja klar, explodiert einfach. Hab schon. Hau ab. Nicht treffen. Der hat mich getroffen. Der Idiot. Okay, jetzt wird's knifflig. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Ich sehe gar nichts. Man kann halt nichts erkennen. Ja, man kann halt nichts erkennen. Ich sehe nichts. Das ist das einzig Blöde hier. Der Gegner, also das, geiler Kampf, wirklich. Sehr krass, sehr harter Kampf. Aber ich erkenne nichts. Man kann nichts erkennen, Freunde. Es ist, also die Kamerawinkel manchmal, ne? Das ist schon abenteuerlich. Abenteuerlich. Ich kann schon. Ja, komm. Mann, ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Hau ab. Nein, nein, nein. Mit seinen Doppelfäusten. Mit seinen scheiß Doppelfäusten, Mann. Einmal noch. Okay, letztes Mal. 50. Ich habe gesagt, bei 50. Wir haben jetzt 50. Das ist das letzte Mal. Ich kann nicht aufhören. Wir kommen wieder. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, wir kommen wieder. Wenn wir ein bisschen stärker sind, dann hau ich den aber weg. Das kannst du mir aber glauben. Okay. Alter, such deine... Oh, wir können gar nicht. Ich habe nicht genug FP, deswegen, oder? Scheiße, okay, wir müssen ohne Wolken. Da können wir gleich knicken, oder? Wo bin ich? Aber siehst du, was ich meine? Man sieht halt nichts. Okay, ganz in Ruhe. Ja, voll in Ruhe. Auf. Nein, nein, nein.
passiert hier? Ich sehe überhaupt nicht, was der tut. Hau ab! Der explodiert einfach so. Okay, das war's. Das war's. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Letzter Ort der Gnade. Ich kann den gerade nicht. Gerade geht das nicht. Sorry. Es geht nicht. Wir sind jetzt bei 51. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Friedhof der fucking Gestrandeten. Kann ich von hier eigentlich schnell reisen? Hierhin zum Beispiel. Oh, das geht. Okay. Wo wollen wir denn hin? Okay, hier ist unser Zeug, aber ich glaube, da hatten wir gar nichts. Wir hatten gar nichts da. Grab eines Randvolkshelden. Da sind wir jetzt momentan. Ich muss hier auf jeden Fall so ein Ding machen. Das kann ich weg. Das kann ich weghauen. Stattdessen mache ich hier drauf. Den hier. Den Tod. Einfach den Tod. Verdammte Kacke. Gut. Ihn haben wir erledigt. Siegel Gefängnis des Bluthundes. Was ich aber gesehen habe, ist... Ich glaube, dasselbe Zeichen haben wir hier oben auch noch, ne? Ist das nicht auch so ein Siegel Gefängnis? Es sieht auf jeden Fall danach aus. Ich glaube, hier in der Region waren wir noch gar nicht wirklich. Wir haben hier noch nicht wirklich geguckt. Was ich aber auch gucken wollte, ist hier diesen Weg hier. Was hier am Ende so lauert. Hier so schön hoch. Ist wahrscheinlich ein Fehler. Es ist wahrscheinlich ein Fehler, aber ich muss es versuchen. Ich mache hier mal einen Marker hin. Und jetzt gucken wir mal. Und jetzt gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Aber da reiten wir. Selbstverständlich. Okay. Den Drachen haben wir erledigt. Der dürfte nicht wiederkommen, ich hoffe. Oder? Wo ist eigentlich dieser Typ? Der hat uns doch gesagt, geh nicht zum See. Ist er hier? Oder ist der noch hier? Ja, da ist er doch. Mal gucken, was er sagt. Beautiful work. Fell in that dragon. Oh. And as such, there's something you might like to know. Okay. The heart you brought back. It's used in dragon communion. Yeah. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. Absolut. You must not forget, though. Yeah. Those who partake in dragon communion will one day shed their humanity. Oh. Their hunger for dragon, their yearning only worsens. Der until Hunger? The floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon. Magnificent. But deadly. It's no surprise that dragon communion is ruinous. Wir können etwas Stärke aus diesem Herz, was wir bekommen haben, rausgewinnen, aber es gibt Nachteile. So wie ich das hier raushöre, oder? Es gibt Nachteile. Was das für Nachteile sind, weiß ich aber nicht. Ja, okay, danke. Wir müssen... Ne, so weit im Süden war es nicht. Hier, da ist es. Die Kirche der Drachenkommunion. Das gucke ich mir mal an. Einfach so. Mal gucken, was das gibt. Ich hoffe, das ist nicht unser Tod. Ich hoffe, wir beschwören nicht irgendeinen riesigen Drachen herbei. Oder dieser hier, der hier rumliegt, der wird zum Leben erwacht. Ich habe keine Ahnung. Altar untersuchen. Ritual der Drachenkommunion. Was? Kanalisiert den Drachen und stößt ein Flammenodem aus. Drachenfeuer. Wir brauchen für all diese drei Sachen, brauchen wir ein Drachenherz. Drachenschlund. Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch. Kanalisiert den Drachen und zerfleischt Gegner mit Drachenklauen.
Das hört sich alles sehr gut an. Das einzige Problem ist, die nötigen Attribute, die haben wir beide nicht. 17 und 13, was haben wir denn? Status. Glaube, oh Gott, 9 und 7. Nee. Okay, das ist wahrscheinlich eher etwas für Magier, oder? Ich glaube, das ist eher so ein Magier-Ding. Schade eigentlich. Eigentlich schade. Ich hätte schon Bock drauf. Ich hätte schon Bock drauf, irgendwie so eine Flamme auszustoßen. Oder meine Gegner mit Krallen zu zerfleischen. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Weil wir eher auf Stärke gehen und Geschicklichkeit. Naja, schade. Aber vielleicht irgendwann. Ich will es ja nicht ausschließen. Ja, ich will es nicht ausschließen, aber ich kann es mir nicht vorstellen momentan. Momentan leider nicht. Obwohl ich da richtig Bock drauf hätte. Na, ihr Kram. So, auf euch habe ich gar keinen Bock. Die Stinkdinger. So, okay. Ich wollte diesen Weg einmal lang reiten oder schauen, was es hier gibt. Was zum Henker war das? Ein Baumstumpf. Okay. Einfach nur mal gucken, was es hier so gibt. Zaubereien und Anrufungen. An Orten der Gnade könnt ihr Anrufungen und Zauber lernen. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken. Oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Der Einsatz von Zaubereien und Anrufungen verbraucht FP. Zauberei, Anrufung, wechseln. Aber das haben wir doch gar nicht. Warum wird mir das jetzt hier angezeigt? Wieso? Warum ist das so? Und wer seid ihr? Da oben, die da abhängen. Ich weiß nicht, ob wir Zauber benutzen werden. Ehrlich gesagt, das weiß ich noch nicht. Wir gehen eher auf... Oh mein Gott. Ihr seid doch Gegner, oder? Das sieht auf jeden Fall aus wie Gegner, ja. Was ist passiert? Vor allem, ich frage auch noch, was ist mit denen, die da abhängen? Jetzt hängen die bei uns ab. Was gibt's denn hier Schönes? Feuerfett. Oh ja, das brauche ich auch zum Kochen. Eigentlich ganz nett. Was ist denn? Er ist wieder aufgestanden? Oh Gott, diese fucking Libellen. Okay, vom Pferd aus geht das schon sehr gut. Aber die stehen wieder auf. Die stehen alle wieder auf? Immer? Okay, das ist nicht gut. Immerhin, die Libelle haben wir erwischt. Die stehen echt immer wieder auf. Okay, man muss sie, wenn die am Boden liegen, muss man die noch... Okay, verstehe. Da muss man nochmal draufknallen. Menschenknochensplitter. Mhm, interessant. Und natürlich der Kopf der großen Libelle. Das war das Wichtigste aus diesem Kampf. So. Okay. Pilze. Nehme ich noch mit. Ich wechsle nochmal auf unseren Morgenstern, weil der ist schneller. Sag mal. Was machst du denn hier? Du spinnst wohl. Der steht da einfach rum. Der schießt nicht einmal. Feigling. So. Okay. Haben wir eigentlich viel eingebracht? Also, Moment. Ja, nicht wirklich. 450 Runen haben wir für diesen Kampf jetzt bekommen. Das ist nicht viel. Das ist nicht wirklich viel. Was macht ihr da oben? Ihr rollt aber kleine Steine jetzt hier auf mich oder so, ne? Nicht, dass sie hier so einen Hinterhalt für mich bauen. Was war das denn? Ich kann mal... Invasion durch Nerijus. Blutiger Finger. Wer kommt denn...
Sag mal, wer ist das denn? Was zum Henker ist das? Okay, cool. Kann ich meine Wölfe rufen? Kann ich auch nicht! Okay, cool. Darf ich trinken? Offensichtlich nicht. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Aber rote Gegner, sind das nicht andere Spieler? Ich meine, das sind andere Spieler, oder? Kommt der immer, wenn ich da hingehe? Das will ich jetzt mal sehen. Das will ich jetzt aber mal sehen. Alter. Was hat denn der für einen Angriff gehabt, Mann? Ich meine, wir haben ihm auch ziemlich gut abgezogen, aber... Aber nicht so viel. Wie er uns. Also, das war schon Next Level, Freunde. Das war Next Level von ihm. Ich habe gar nicht verstanden, warum ich kein Pferd hatte. Plötzlich rennt da einer auf mich zu. Ich fasse es ja nicht. Okay, gegen unsere Skelett-Freunde will ich jetzt nicht kämpfen. Die haben auch nicht wirklich viel eingebracht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er viel einbringt. Einfach mal so einen Klaps mitgegeben. Hey, na toll. Ich frage mich echt, ob der jetzt nochmal kommt. Anscheinend schon. Und hier ist eine Höhle. Verlorene Ruhe nehme ich schon mit. Ah, da kommt er auch. Da ist er. Na ja, dann komm mal her. Okay. Shit. Ja, schnell ist er ja, ne? Was? The bloody finger. The end is nigh. For you. I'm just as blood. Wer redet da? Und wer ist das? Was passiert hier? Arzt, du spinnst so. Ist das der Typ von der Brücke von vorhin? Der will sich die ganze Zeit heilen. Kannst du ihn abschminken, Mann. Abschminken. Blutigen Finger besiegt. Jura, Jäger der blutigen Finger, kehrte in seine Welt zurück, als er sein Ziel erfüllt hatte. Das war tatsächlich der Typ von vorhin. Also der, der uns gesagt hat, wir sollen zu diesem Drachen... Ritual gehen. Reduvia. Was ist hier passiert? Und was haben wir da bekommen? Ist das eine Waffe? Nee, ich glaube nicht, oder? Nö, ist keine Waffe. Siegel der Drachenkommunion. Das kann ich... Ach, das ist ein Siegel. Heiliges Siegel, das kann ich ausrüsten. Ja, gut. Okay, was haben wir da gerade bekommen? Blutigen Finger. Der drachige Finger. Wer kennt ihn nicht? So. Wo sind denn meine Finger? Also, im Spiel. So. Nein. Nein, nein, nein. Hier auch nicht. Hier vielleicht? Nö. Hier sind doch meine Finger. Warum? Runzliger Finger des Befleckten. Wo ist denn dieser blutige Finger? Nee, ist auch kein Talisman.
Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Ich meine, es muss doch im Inventar sein, oder? Oh, vielleicht mehr Spieler. Ja, ja, über mehr Spieler, bla bla blub. Kleine goldene Statue. Nee, ist auch nicht da. Fingerabtrenner. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Oder ich übersehe es hier gerade. Vielleicht ist es auch hier irgendwo versteckt. Krummfinger des Befleckten, kleine goldene Statue, Fingerabtrenner, runzliger Finger. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, was es macht. Ich muss mich da informieren. Kann ich jetzt mein Pferd rufen? Okay. Das war ein versteckter Bossfight, oder? Okay, bevor wir da hinten reinlaufen, würde ich gerne die Höhle mir angucken. Die hier auf der Seite war irgendwo. Dort. Aber ohne Pferd natürlich. So, aber mit Le Fackel. Was ist das da? Alter Mann voraus. Hatte nicht erwartet, dass hier... Ein alter Mann voraus? Gefällt mir das? Oder gefällt mir das nicht? Verräter voraus. Die Trübflusshöhle. Auf jeden Fall gibt es hier so ein Gnadenfeuer. Das ist schon mal gut. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen leveln. Ich hatte eigentlich vor, zwischen den Folgen einfach mal so ein bisschen rumzulaufen und zu leveln. Aber das habe ich nicht, leider, keine Zeit gehabt. Ich würde gerne, aber ja. Vielleicht kommen wir da ein bisschen schneller voran. Stufenaufstieg, kriegen wir das hin? Nee. Lange nicht. Okay, Flaschen, Zauber lernen. Oh. Oh, Moment. Zauber lernen, Giftnebel. Ja, unser Glaube ist zu gering. Also ich weiß nicht so recht, ob wir in diesem Let's Play mit Zaubern fungieren werden. Ich weiß es nicht. Moment. Regeneriert 50% der maximalen LP und verstärkt kurz aufgeladene Angriffe. Das ist das hier. Und was macht der hier? Kurzzeitiger Ausdauerschub. Ja, ganz nett. Aber nicht nett genug. Kriegsasche. Kriegsasche. Haben wir eine neue Kriegsasche bekommen? Stampfer, Feger, Sturmstampfer. Ja. Nö. Vielleicht hierfür. Ah, blutiger Schnitt. Ich sollte mit dem blutigen Schnitt... Wobei, der zieht mir ja selber Leben ab. Das nervt mich so ein bisschen. Obwohl das sehr geil ist. Sieht auch echt cool aus, aber... Ich will mir nicht selber ins Fleisch schneiden. Mit Melina sprechen. Ja, komm. Hi. Me. Ja. I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Erd Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. Ja. I've acted the Finger Maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose. Was long ago lost. Haben wir das nicht schon mal gehört? Ich meine schon, oder? Oder ich verwechsel das jetzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir können nicht viel machen. Tschüss, Melina. Ciao, bis später. Ich gehe aber rein hier. Ich will wissen, was es hier drin gibt. Materialien sammeln. Höhlenmoos. Auf jeden Fall. So, untersuchen wir das Ding mal. Ist jetzt aktiv. Okay, wir können jetzt hier mehr Spieler herbeirufen, glaube ich, aber will ich das? Will ich das denn überhaupt? Wer bist du denn? Kollege. Rennst du eigentlich hier so rum? Was zum Henker war das? War das eine Falle? Das war echt eine Falle. Das ist ja mies. Ich laufe immer wieder rein. Okay, das ist wirklich sehr mies. Okay.
Ich komm nicht weg. Vergiftet? Scheiße. Wer hat mich denn jetzt vergiftet hier? So, Dolch. Senks. So, wo ist diese Falle? Ich muss wissen, wie die aussehen. Oh, okay, krass. Wow, das ist ja... ist ja richtig mies. Kann man die irgendwie zerstören? Nee, sieht nicht danach aus. Okay, ich muss darauf also achten, dass wir hier... hier ist noch eine. In die Fallen laufen hier von denen. Wegelagerer Stoffrüstung. Sieht auf jeden Fall nicht besser aus als unsere, aber ich... schau mal. Ja, körperlich ist es ja... okay, die ist leichter. Ja, die ist leichter. Ist ja auch eine Stoffrüstung. Aber die hält halt nichts aus. Und da wir in den Nahkampf gehen, ist es sehr wichtig, dass wir was aushalten können. So, vergiftet sind wir nicht mehr zum Glück. Okay. Was? Hier kommen wir gleich wieder hin. Das will ich sehen. Das wird unser Verderben. Ich sehe schon kommen, aber hey. Ich muss es versuchen. Ich muss wissen, was dahinter lauert. Aber erst einmal gehen wir hier entlang. Eine Kiste. Bei Kisten habe ich ehrlich gesagt echt Schiss. Seitdem wir da wegteleportiert worden sind. Das war schon echt übel. Ein Pilz. In einer Schatztruhe. So haben das früher die Piraten auch übrigens getan. Die haben ihr Gold und so Scheiß drauf. Gold haben sie doch nicht in Schatztruhen gemacht. Nein, Pilze. Das ist die Währung der Zukunft. Das ist ja ein Witz. Jetzt habe ich voll das geile Ding erwartet. Was eigentlich mit dem Dolch? Kann der Dolch irgendwas? Ich meine, wir hatten schon mal einen Dolch, oder? Ja, ach, Moment mal, Reduvia ist eine Waffe? Nett, aber unser Morgenstern ist besser, oder? Der wertige Morgenstern. 117 Körper, ja, die ist besser. Ja, doch. Und der Dolch, ja, ist auch schlechter. Ist nicht so schlecht. Ich wusste nicht, dass das eine Waffe ist. Wie sieht denn die aus? Effiziente Objekte. Ja, ja, Moment. Ich will nur mal sehen, wie die aussieht. Okay, das ist eine nette Waffe. Aber es ist halt eine sehr, sehr kurze Waffe. Sehr kurz. So. Wollen wir jetzt da rein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir da rein wollen. Aber ich muss es versuchen. Ich muss wenigstens sehen, was dahinter sich verbirgt.